Also die Zöliakie ist eine Dünndarmerkrankung, die auf einer Überempfindlichkeit auf Weizen beruht. Und Spuren des Weizens sind in ganz vielen Nahrungsmitteln enthalten. Und es kommt dann zu einer Atrophie, das heißt zu einem Schwund der Darmzotten im Dünndarm. Und das kann zu Mangelernährung und Blutarmut führen. Und das Wesentliche an der Zöliakie ist die Diagnostik. Man muss also diese Erkrankung, die sich sehr vielgestaltig äußern kann, erkennen, muss daran denken. Und dann lässt sie sich aber auch gut nachweisen und durch reine dietetische Empfehlungen dann auch behandeln und komplett therapieren.